Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge von Wilbalds wilden Reisen waren wir in diesen Katakomben hier, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, das Add-on. Und jetzt werden wir hier mal rausgehen. Wir haben hoffentlich alles gemacht. Wir haben hier einen Drachengroßstein gefunden bei dem molchigen Endboss des Dungeons. Und wir haben noch einen zweiten Boss hier gelegt. Und der hat uns ein schönes Drachentöter-Katana überlassen, was wir vielleicht demnächst mal aufwerten sollten. Um es dann auch gegen solche Lindwürmer einzusetzen. So, jetzt lass uns mal hier kurz gucken, was ist denn hier eigentlich los? Oh, da ist doch direkt, das ist doch ein Drache. Das sehe ich doch. Das ist doch eindeutig ein Drachenkind. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Bock drauf, dieses Schwert direkt gegen den auszuprobieren. Wir haben das in diesem Dungeon bekommen und da liegt jetzt ein Drache. Ich will nicht behaupten, dass ich den Drache nicht auch ohne den machen könnte. Ich meine, Drachen sind ja eigentlich holy, ne? Aber wir wollen mal ein bisschen Spaß haben. Also wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt mal zur Tafel der Gnade. Und wir leveln das jetzt mal auf. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Steine überhaupt haben. Möglicherweise nicht. Dann müssen wir nochmal welche kaufen. So, jetzt ist wieder die Frage, wo muss ich hin? Ich werde es nie im Leben mir das jemals merken können. Und dann werde ich jetzt das Schwert einfach mal just for fun auf. Hallo. So, und zwar ist das dann ist diese hier, ja, ne? Ne, dieses hier war das. Drachenjäger Großkatana. Oh. Nur noch ein von. So. Ich habe drei uralte Drachendunkel. Wow, okay, warte. Das sind ja unterschiedliche. So, jetzt haben wir das Ding schon. Die Frage ist, warum wir es direkt auf die höchste Ebene bringen. Oder nicht? Huch, was ist denn hier los? Okay. Warum? Aha. Blitzwaffe. Kennt jemand von euch diese Drachentöterwaffe? Lohnt es sich, die dafür so einen Stein auszugeben? Nee, hey, warte, hier ist das ja gar nicht. Ich dachte, ich komme hier vielleicht in diese Katakomben auch zu Fuß, aber kann ich nicht. Ist zu. Werden nachgeschmissen, die Steine. Na gut, komm, dann machen wir das. Das ist immer so sparsam, ne? So. Okay, dann lass uns mal wieder schauen. Dass wir den jetzt mal zum Tanze bitten. Dann nehmen wir. Achso, wir haben das. Das haben wir. Warte, hier geht's raus, ne? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hundertprozentig verstanden habe, wie der Angriff hier funktioniert. Aber wir machen das schon. So, da ist er, da schläft er. Ist das eigentlich nur einer oder das ist ja schon eine ganze Herde hier? Die sind alle tot, ne? Oder der da hinten lebt auf jeden Fall. Die sind tot. Glaube ich. Er sieht sehr lebendig aus.
Lalalalala. Ich schleiche mich nur an, dass sie mich nicht sehen kann. Oh, scheiße. Ich habe noch nicht gecheckt. Oh, ich hab Blitz, den ich benutze. Wir bleiben jetzt mal hier. Oh, Hilfe. Ohohoho. Drachenherz und Drachenschuppenfleisch. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich diese Waffe wirklich richtig eingesetzt habe. Sie hat natürlich auf dem Kopf ganz gut funktioniert. Tatsächlich. Aber in der Beschreibung steht noch irgendwas mit, ich kann sie doppelt aufladen und so weiter. Vielleicht ist es einfach nur wirklich auch gedrückt halten, weil ich hatte sie jetzt einmal mit einem Klick getriggert, also so. Und dann den Rest habe ich sie so aufgeladen. Und ich glaube, vielleicht ist das ein Unterschied, wenn ich gedrückt halte. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, das war doch lustig. Natürlich sehr Special Interest. Weiß nicht, wie sie gegen andere Gegner performt. Alles klar. Also wir kamen von da runtergeritten. Dann lass uns mal in Ruhe hier oben sehen. Es gibt ja verschiedene Richtungen wieder. Also da kamen wir her. Gucken wir mal nach Süden. Oh, was ist das? Wow, die sind ja gigantisch groß. Wollen die mich angreifen oder sind wir cool miteinander? Alter Schwede, das kann. Ne, das kann nicht normal sein. Irgendwas ekelhaft Mutiertes ist hier hergekommen und hat die angesteckt mit so riesen Wuchshormonen. Irgendwas läuft hier falsch. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, was ist hier los? Ich meine, vielleicht wurde das für die Drachen gemacht. Weil Drachen essen so Hammel, oder oben ist was. Drachen essen Hammel und wenn die Hammel groß sind, können die Drachen natürlich gut davon leben auch. Aber wisst ihr, was ich glaube? Diese Typen hier, das sind die Diener der Drachen. Und die haben diese Riesenhammel gezüchtet, damit die einfach mehr zu essen haben. Ich glaube, das ist deren Wert. Hey, 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 oh.
rückwärts. Ich gleich mal treffen. Okay, das nimmt sich ja nicht übel. So, da geht er dahin. Boah, was knallt hier so? Was knallt hier so? Hört ihr das? Irgendwas Riesenhaftes muss hier noch wohnen. Also auf der Seite sind die da noch. Boah, alter Schwede, wie die Bäume im Wind wackeln. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Okay, da ist ein riesenhafter Drache. Da ist ein riesenhafter Drache. Aber die Frage ist, ist er am Leben? War das nur sein kleiner Neffe, den ich gerade gerichtet habe? Boah, alter Schwede. Boah. Da hinten ist irgendwas, irgendeine Flamme. In so einer riesigen Schale. Vielleicht wurde der Drache vergiftet. Die einzige Art, wie man so einem mächtigen Geschöpf überhaupt beikommen kann, ist durch Hinterlist. Sie haben ihn jahrelang gefüttert, sein Vertrauen gewonnen und dann, als er nicht damit gerechnet hat, da haben sie ihm ganz viel Gift, das würde ja auch passen zu dieser Giftmischerin, die wir da gerade getroffen hatten. Die hat, Alter, diese Schwingen des Drachen, schaut euch das mal an. Boah, ist der gigantisch groß. Und da hinten ist ja unser Feuertopfmann. Der wirkt ja regelrecht mickrig im Vergleich. Was haben wir hier in den alten Ruinen? Oh, ein Tal, hallo. Fett der Drachenkommunion, Harpune der Drachenkommunion. Ah, toll, das habe ich mir schon mal gewünscht. Oh, guckt euch das mal an. Der ist schon versteinert, oder? Wir können bestimmt auch über den Flügel. Ist das eine gigantische Bestie? Guck mal hier, der letzte Feueratem, der aus seinem Maul da niederging, hat das ganze Gras hier bis in alle Ewigkeit versenkt. Das Drachenfeuer ist so zerstörerisch, dass hier nichts mehr wächst. Normalerweise nach einem Waldbrand blüht das Leben ja wieder. Hier haben wir so einige grüne Gräser, die da noch aus der Asche sprießen. Aber ansonsten, der ist ja wirklich schon seit längerem tot, oder? Es sei denn, er steht jetzt wieder auf, aber sein Bauch ist komplett offen. Alter, was für ein Drachen! Zähne so groß wie ein Mann. Was knallt denn so? Was ist das jetzt? Oh, warte mal, wer bist denn du? Hi. Hallo. Warrior Troop. Picture yourself. Feasting upon a dragon's essence. On the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion, the fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon hope. Okay, naja, ich habe keine Ahnung, was jetzt geschieht, aber ich werde es rausfinden. Von hier kannst du nur einen von zwei Rewards bekommen. Aha. Je nachdem, ob ich teilnehme oder nicht. Wie ist das? Wenn ich nicht teilnehme, kann ich sie erschlagen oder was? Schätze ich mal. Aber ich weiß ja nicht. Ich mach einfach mal. Ich schlinge es einfach. Now, seek the
There you will find Bale. Ah, the Bale. Oldest and vilest of all dragons. Das war doch der Heini. Warrior, follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required in the name of my lord, Placidus Sax. Was? Placidus Sax? Nicht mehr her. Segen des Uralten dran. Aber warum will sie das denn? Also, warum will sie mir denn... Warrior True. In a time long past, Bale turned upon the Dragon Lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the group. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for Dragon Queen, Landbound Warrior. My lord, Placidus Sax, has shown your kind what must be done. Seek communion. Sate your boundless appetite. Feel the euphoria of a dragon's essence taking Sie macht gut Werbung, auf jeden Fall. Sie ist im Marketing. Der Name klingt ein bisschen wie so ein Gallier, oder? Als wenn er so bei Asterix mit dabei sein könnte. Spiridus Sax, oder wie der heißt. In a time long past, a foul traitor becoming a sweet since that the land bound one. Placidus Sax. Seek seal. Okay. Dankeschön. So, dann, was haben wir denn hier für eine Flamme? Kann ich denn das machen? Oh. Oh. Kommunion mit Bale abhalten. Ritual der Drachenkommunion. Okay, warte. Jetzt muss ich mich entscheiden. Oder kann ich beides machen? Okay, warte. War Bale nicht der Typ, der diesen Drachen angegriffen hat? Und Bale war doch auch der Typ, der diesen Knaben, der da oben bei der Gnade lag, so schwer verwundet hatte? Shops. Das sind nur Shops. Lol. Geisterflammenatem. Glauben 23 kann ich mir nicht kaufen. Und was krieg ich hier? Oh, guck mal. Das kann ich mir sogar. Aber ist es. Kann ich das mehrfach verwenden? Oder ist das eine einmalige Freude? Ja, ich will das haben. Aber mir fehlt das Herz von Bale. Das heißt, ich muss ja erstmal den Bale erschlagen. Das ist hier wie diese Geschichte mit den Fingern, ne? So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Aber damit müssen wir es leben. Okay, also. Ich glaube, dann gehen wir mal den Weg einfach hier weiter. Und dann werden wir früher oder später auf Bale treffen. Guckt euch diesen riesigen Leib an. Was für eine mächtige Kreatur. Und auf ihren Flügeln liegen sogar Items herum. Wie lange ist das her, dass dieser Drache geschlagen wurde? Und wer vermag einer solchen Bestie den Gara auszumachen? Ohne der Drachen kommen. Das ist wahrscheinlich eine einmalige Schleuderei. Die nochmal wieder nehmen. Ne? Ich glaube, wenn ich die werfe, sind die weg. Die Krallen an!
Was muss der an dem Tag fressen? Das ist jetzt ja gar nichts mehr, aber... Der muss ja Unmengen verschlungen haben, um überhaupt satt zu werden. Geh mal in den Bauch rein. Die Dinger sogar herstellen, das ist so gut. Komme ich in seinen Bauch? Wahrscheinlich nicht. Ich habe so gemacht, dass man gar nicht reinkommt. Man rutscht auf seiner glatten, ledrigen Drachenhaut immer aus. Man, da liegen ganz viele kleine tote Drachen rum. Eieiei. So, das hier ist ein Schwanz. Was ist das da unten für ein blau leuchtendes Feld? Dann stellen wir uns jetzt erstmal der Person, die hier diesen armen Drachen so zugerichtet hat. Die Frage ist, ob wir jetzt überhaupt dieses Drachenschwert benötigen. Was war das? Weil vermutlich, also wir kämpfen jetzt ja nicht gegen den Drachen, nehme ich an. Guck mal, da ist eine riesige Lanze. Ist das etwa das todbringende Werkzeug gewesen, dieses riesige Ding? Hat das den Leib des Drachen zerschmettert? Wirklich ist es. Im Schatten des toten Drachen. Finger im Nebel da. Aber ansonsten ist hier nichts mehr hinter dem Drachen. Guck mal, das eine Gnade. Da bricht die Sonne durch. Guck mal. Na gut, aber... Das ist vermutlich nicht so gedacht, dass ich hier runterspringe, oder? Das sieht mir dann doch etwas zu hoch aus für mein Pony. Weil man das halt schwer einschätzen kann. Ich glaube nicht, dass ich da runterjumpen muss. Ich schätze, ich komme von der anderen Seite. Schauen wir mal, ob es hier noch eine bessere Art und Weise gibt, runterzukommen. Schlüpfen, jo. Also hier wird es nicht runtergehen, nehme ich mal an. Das ist wohl da vom... Nee. Nee, das wird es vermutlich eher nicht sein. Das sieht doch schön aus hier mit diesen roten Blumen. So, ja, die wollen mich überhaupt nicht bei sich haben. Das verstehe ich auch, ist doch okay, aber ich will kurz gucken. Keine Sorge, ich bin gleich hier weg. Boah, sind die sauer. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, ist ja gut. Okay, die wollen mich nicht haben. Ich kann das respektieren. Das ist deren Weidegrund. Die wollen mich nicht da haben. Die haben keine guten Erfahrungen mit
Eindringling gemacht. Kann ich respektieren. Aber ich bin Schatzsucher, ein Abenteurer und aus dem Anführer der Welt. Deswegen habe ich alles recht, hier zu sein. Und ihr müsst euch... Aber ganz ehrlich, ihr findet auch, dass es ein bisschen inappropriate ist, diese Pflanze, oder? Was da auch rausgesapscht kommt. Sorry, nee, Leute. Also das ist ein bisschen... Da ist es mit ihm durchgegangen. Mit dem Miyazaki. Das sieht schön aus. Ist das vielleicht von Drachenblut getränkt oder so, diese Wiese? Dass diese Pflanzen nur auf Drachenblut wachsen? Oh, Schildkröten. Okay. Was haben wir jetzt hier? Resonanzstein. Da ist wieder so ein unangenehmes Gerät, glaube ich. Ist das wieder das, was ich glaube, was es ist? Ne, ach so, das ist nur so ein Freund. Also Blitz. Ja, gegen den ist wahrscheinlich eigentlich Holy richtig gut. Aber ich habe gerade keine Holy-Waffe. Das Katana habe ich mit Eis überzogen. Warum? Will er mich irgendwo hinlocken? Ganz kurz, wir wollen mal jetzt. Fuck, oh shit. Oh ey, du bist. Ey! Du wilder Wurm! Ich kenne mich auch noch mit Gift an. Nee, aber wieso hast du denn ab? Ja. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hallo? Also, das ist ja das Frecheste, was ich überhaupt je erlebt habe. Oh, das ist ein Galgen. Da hängt ein Sensenmann am Galgen. Kann er denn jetzt sein? Da ist er. Der Fährmann. Oh, hi. Wieso habe ich eigentlich einhändig gekämpft? Habe ich gerade original... Ey. Habe ich einhändig gekämpft die ganze Zeit? Das ist doch gar nicht möglich, dass man so doof ist. Was war das? Nichts. So, ganz ruhig jetzt. Gucken wir uns erstmal um. Was haben wir hier? Vielleicht unterhalb des Wasserfalls irgendwas Schönes? Nee, ne? Man muss immer gucken. Ich kann nicht Wasserfälle einfach so ignorieren. Es gehört sich so für jede Geschichte, dass da Geheimgänge hinter dem Wasser sind.
Hier offensichtlich nicht. So. Ganz in Ruhe. Lass uns jetzt nicht ablenken von diesem Bootsmann. Das sieht sehr schön aus. Blaue und rote, hier ist eine Art Tempel oder so. Grabkammer, irgendwas ist. Ja, da geht es auf jeden Fall runter. Okay, von da kommen wir da runter. Stelle merken wir uns mal. Hier mit einem. Oh, warte mal, da ist das Kartenstück. Da. Das ist ja herrlich. Dazu müssen wir wahrscheinlich da runterspringen. Das merken wir uns. Aber ich gehe erstmal nochmal wieder hier rauf. Gucken, was hier noch ist. Seltsamen Todesfluss. Der hat halt einen kompletten Friedhof überspült, dieser Fluss. Und damit wahrscheinlich auch so einiges an Leichnamen mit sich gerissen. Oh, guck mal hier. Sehr gut. Eine weitere Gnade. Dann werde ich mal die Asche hier tauschen. Und das Katana werde ich mal wieder zu Holy machen. Ah, hier sind so viele Untote. Was hatten wir denn? Hatten wir heilige Klinge? Ich glaube, wir hatten heilige Klinge, ne? Machen wir sehr gut Schaden, aber damit machen wir mehr Holy Damage. Die Essenz der Heiligen Klinge macht auch Insta-Kill, ja? Ja, schaut mal, hier geht es auch wieder runter in so ein geierverseuchtes Tümpelgebiet. Die sind nervig. Ich habe kein Interesse daran, mit denen zu fechten. Wie so viele von denen. Okay, jetzt können wir da hinten bis zur Kante abreiten hier noch einmal. Dann dürfte ich sogar meine Asche beschwören. Oh, geil. Können wir diesen Höhenvorteil irgendwie ausnutzen? Ich vermute nicht. Da ist eine Brücke. Na, irgend so ein Stein liegt da rum, da. Vielleicht kann man ja, also bislang habe ich ja noch keinen Mechanismus gefunden, der gegen die so richtig funktioniert hat. Wenn, du musste ich sie dann doch auf konventionelle Art und Weise legen. Was sehr zeitaufwendig ist. Ist auch interessant, dass er durchs Wasser stapft. Das macht ihm einfach überhaupt nichts. Da ist auf jeden Fall eine Kante, aber ich glaube, das ist zu hoch. Da kommt man über diesen Bogen. Lassen wir den erstmal links liegen.
Der und seine Brüder. Wir haben ja immer noch den einen Typ, der da richtig sauer ist. Ich immer noch nicht gecheckt habe, was das Geheimnis ist, wie man den am besten bearbeitet. Abgesehen vom einfach drauf aufkloppen. Oh, was ist das Geiles? Das könnte auch eine gute Geschicklichkeitswaffe sein. Grollhieb. Dreht euch, schlagt auf Gegner ein und beschwört rachsüchtige Geister. Kleave des Geistes. Was auch immer das ist. Sollen wir die mal ausprobieren, die Waffe? Und mal so testen. Schöner Dreher. Oh. Die sind wahrscheinlich homing, ne? Ganz nett. Und die Äxte hier. Ah, okay, die können wir noch nicht nutzen. Okay. Dann lassen wir das natürlich. Und machen mal weiter mit. Wir bleiben mal eben kurz beim Holy Ding. Reiten hier alles ab. Was ist da in der Mitte? Jede Menge von diesen ekelhaften Geiern in jedem Fall. So gut wie nie benutzt diese Asche. Aber ich finde jetzt so aus Spaß bei diesen Vögeln könnte die mal helfen. Weil es einfach so viele sind. Nervig. Da ist der nächste. Oh, warte, ist der größer als die anderen? Fuck, der ist ja ganz schön. Oh, das. Fuck! Okay, hier ist ein Boss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was war das? Was war das denn? Weil hat meine Asche den im Grunde genommen hat die den schon besiegt. Ja. Oh, jetzt kommen diese ganzen kleinen Nervenart. Das ist halt das Nervige, dass ich nicht gleich habe. Genau das, das ist halt das Nervige. Da ist halt eine Asche gar nicht schlecht. Weil die mir direkt im Leib hält. Ja, das ist halt affig. Okay. Also ich mache super Schaden mit dem Holy Großkatana, aber ich müsste jetzt erstmal alle einzeln platt machen. Dieser Vogel ist eigentlich gar kein Problem. Das behaupte ich jetzt ganz großspurig. Ich müsste nur erstmal die ganzen kleinen einzeln wegmachen und dann kann ich den alleine. Aber will ich das oder nutze ich jetzt mal hier eben gleich die Asche? Einfach um mir das zu ersparen. Vogel einzeln platt machen zu müssen.
Weil die sind am Ende diejenigen, die, die den Kampf dann entscheiden, weil die mich die ganze Zeit zuspammen. Jetzt muss ich hier das Ufer einmal abreiten. Schon der Riese? Ja, ach du Scheiße, das ist mir nichts. So, ich mache erstmal hier kurz ein Ding hier. Reicht das? Diesen einen Move, der wie hart ist. Oh, da ist der nächste Acker-Gaul hier. Hey. Okay, das fand ich richtig kacke von dir. Mal aufhören. Nein! Ich war zu gierig und geierig und wollte ihm einfach noch einen letzten Schlag versetzen. Ich dachte, dann ist er hinüber. Oh, Gier Nils. Gier Nils geierte. Gierig. Hm. Das war einfach pur die pure Ungeduld. Wie sie leibt und lebt und stirbt. Jetzt muss ich mir wieder hier mit diesen Raben Schlacht liefern. Na, komm her. Heiße Ohrfeigen. Galoppiere ich hier den See einmal ab. Ja, jetzt kommt er schon. Mist. Ja, jetzt werde ich schon eigentlich gerade ein Problem. Okay. Geht durch das. Hey. Ah, oh, dieses Mehrfachgehacke. Oh, shit, jetzt hab ich mal, was ist das denn? Hey, 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 hey. Okay. Ich komm, warte, ich komm. Komm. Schön auf den Kopf. Der letzte Hieb hat mir gut gefallen. Auf den Kopf. Oh geil, Ruf der Geisterflamme. Jetzt tief hinab. Okay, haben wir wieder so einen kleinen Geistervogel. In die ewigen Jagdgründe. Verfrachtet. So, der hat ihm nicht geholfen. Aber diese Feigheit wird natürlich jetzt bestraft. So, was ist hier noch in diesem Gebiet? Riesenblume wieder. Also, diese Asche da.
Ruf der Geisterflamme stoßt mit der Waffe zu, um eine Geisterflamme zu beschwören, setzt mit einem normalen Angriff nach, um den Boden mit Geisterflammen zu überziehen, oder löst mit einem starken Angriff eine Explosion aus. Klingt auch nett. Frage ist, wann ist eine ist diese Damage-Art gut? Gegen wen ist sie gut geeignet? So, was ist das hier wieder für eine Versammlung? Da ist noch so ein Steg hinter dieser Riesenpflanze. Ich will nicht ausschließen, dass da noch irgendwas ist. Jetzt ist im wahrsten Sinne, jetzt ist Schluss. Jetzt bin ich sauer. Will der auch wieder aufstehen? Ja. Bleib weg. So. Na, hör auf. Schauen wir mal von oben. Da sehe ich doch ein Item. Wir könnten da jetzt einfach geschickt. Und das machen wir auch. Bevor die sauer wird, schleichen wir uns von hinten an, klauen das Item und hauen einfach wieder ab. Das ist der Plan, den haben wir umgesetzt und der hat funktioniert. So, die sind immer noch sehr sauer auf mich. Oh, was ist denn das? Wer bist denn du? Hatten wir die Ehre schon? Ist wahrscheinlich Feuer aufgegangen. Ey. Okay. Okay, jetzt hat er aber Holy Damage gefressen. Letzte Schlag. Oh! Das hat mir gut gefallen. War der einfach so ein Pferd hier? Taugt Großkatana was? Ja, ich finde schon. Also diese Großkatana kann man halt auch super halt irgendein Element drauf. Oh, was ist denn das? Eine Hütte auf so einer geilen Insel. Boah, das ist ja spannend. Genau, da kann man halt cool so Holy Damage oder Frost Damage oder so drauf machen oder Feuer und dann richtig schön zweihändig mit dem Zweihändigkeits-Talisman auf die Gefahr einprügeln. Das gefällt mir ganz gut. Das macht das sehr flexibel, diese Waffe, durch die ganzen Aschen. So, wir reiten jetzt da mal hinten hin, wo wir unterkommen. Wenn ich das jetzt noch auf Anhieb finde. Oh, warte mal. Wo kommt der denn jetzt her? Scheiße. Nee. Oh, fuck. Sag mal. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Du warst doch gerade noch nicht hier.
Meine Güte. Trinken ist hier wieder. Ich müsste wahrscheinlich nicht abhauen. Was? Oh nein, es ist ja wieder so ein geiler Sturzflug. Bin ich hier safe? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bewirkt, was ich hier gerade mache. Ich bin hier hübsch, ich schwöre bei allem. Also möglicherweise. Mir ist auch völlig egal, was ich hier mache. Vielleicht interessiert ihn das nicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass er völlig desinteressiert ist an dem, was ich hier gerade mache. Kannst du dich mal bitte hinlegen jetzt, oder was? Das ist dein Problem. Ich hab das Gefühl, es bringt gar nichts. Ich glaube, wir müssen mit einer anderen List beikommen. Wenn er genau da reingeht. Der sauer wie. Wieso? Hast du mich denn wie so ein Vogel? Und der Vogel tötet mein Pony. Okay, das ist richtig daneben gewesen. Wegen des Vogels nur. Also ich habe fast das Gefühl, der lässt sich auf diese Art und Weise nicht beeindrucken. Seine. Brüder mussten ja immer dann. Ich kann überhaupt nicht springen, doch jetzt. Die sind dann ja immer irgendwann zu auf die Knie gegangen und dann kann ich ihn hauen. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch geht. Er macht das einfach nicht. Er will nicht. Guck's an. Ich mach nur mal Schwertschlag. Kann ich auch gar nicht anvisieren. Ich glaube, das ist ekel. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist nicht die Lösung. Ich muss mal was anfangen lassen. Okay, ich hau mal ab. Das kann gegen nicht die Lösung sein, offensichtlich. Irgendwas muss ich anders machen. Oh, guck mal hier. Vogelasche. Na, die haben wir auch verdient. Okay, guck mal, das ist das große Meer. Was ist da oben? Eines Tages werde ich auf die Lösung kommt, was das ist mit dem Typ. Auf jeden Fall funktioniert der nicht so wie seine Freunde. Dass man den so lange gegen die Füße haut, bis er irgendwann auf die Knie geht oder hinfällt und dann kann man ihm auf die Schwachstelle kloppen. Es gibt irgendeine andere Idee mit dem. Aber ich weiß noch nicht, welche das ist.
Das ist ja, der ist ja von der gleichen Bauart wie der Typ, mit dem wir schon 120 Mal eine Begegnung hatten. Und auch nicht gecheckt haben, wie der geht. Ich sag mal, wir. Ich hab's nicht gecheckt. So, dann lass uns doch mal jetzt an die Stelle reiten, wo wir runterkommen. Johnny. Ist hier ein Loch? Warte mal, ich wollte mir das Loch angucken. Hallo. Ich finde es auch ein bisschen frech, dass diese Feuerbälle immer so heimsuchend sind. Ist da ein Loch? Nee, ne? Wieso können die dann in der Luft ihre Richtung ändern? Ich halte das für wenig realistisch. So, was haben wir hier wieder? Ich habe das Gefühl, wir haben auf dem Weg hierher auch schon wieder diverse... Oh. Abzweigungen verpasst. Wo es mehrere Wege gab. Und wir haben uns dann für einen entschieden und die anderen dann vergessen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das passiert ist. Was ist denn hier los? Hallo? Wo wird denn hier hergeraten? Hallo, hallo, hallo? Kerker des Klägers. Ja. Haben wir wieder was gefunden? Haben wir wieder was gefunden? Guck mal hier, wir können zwei Sachen aufleveln. Erstmal das. Na gut, jetzt sind wir hier auf Stufe 13. Und dann können wir uns noch eine Munition geben. Ja, wenn das nicht gut ist. Hallo! Dann schauen wir mal, wer hier der Kläger ist. Und ob wir ihm auch einen Grund geben können, zu wehklagen. So, das wird vermutlich... Steht er wieder auf? Nee. Das wird vermutlich ein Shortcut sein. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon aufkriegen. Spricht dafür, dass es eine etwas längere Reihe... Obwohl, nee, warte mal, das muss ja von hier aufgehen. Wie verschlossen. Ich meine, das war zu erwarten, aber das Schloss ist auf dieser Seite. Naja, egal. Ist das eine Falle? Das ist doch bestimmt eine Falle. Geht das wieder zu? Hm. Ah, ich wusste das. Ja. Da hast du mir aufgelauert. So. Die gefrorene Made. Die haben wir auch noch nie benutzt. Wieder eine Zelle. Oh, guck mal hier. Die haben die ganze Zeit diese Truhe bei sich gehabt. Oh, zur oberen Kerkerebene. Ja, jetzt ist die Frage, ob das der Schlüssel ist für die... Ne, warte, das ist die Zelle. Ich gehe nochmal zurück. Gucken, ob das hier reinpasst.
Ja. Ah. Ja. Da komme ich ja wahrscheinlich... Guck mal, wir machen erstmal direkt. Ich gehe davon aus, dass wir von der anderen Seite ja auch nochmal gekommen wären. Aber vielleicht ist das auch eine Sackgasse. Du Scheiße. Vielleicht wäre hier vorher auch ganz gut. Da geht's runter. Wenn hier alles so kalt ist. Ja, ich habe das Gefühl, Feuer wäre eine gute Wahl gewesen. Aber wir haben jetzt hier Holy. Und damit kommen wir auch gut voran. Ach du Scheiße. Kommt da rausgekrochen. Wärst du mal drin geblieben in deinem schützenden Tongefäß. Das ist schon wieder einfach komplettes Labyrinth. Komplettes Labyrinth. Jetzt haben wir schon zwei Löcher nach unten entdeckt. Hört ihr das Geschnatter? Wie wertvoll sind diese gefrorenen Maden? Will man die haben? Lohnt es sich dafür, waghalsige Kletterpartien auf sich zu nehmen? Über was reden wir die ganze Zeit? Ist verschlossen. Der bewirft mich einfach. Was machst du? Holt er mich auch noch an? Menschenknochensplitter. Ja, jetzt muss ich überlegen. Leckeres Innereienfleisch. So, es gibt hier zwei Löcher. Eins mit Leiter, eins ohne. Frostparfümflasche. Naja. Ich weiß doch, dass ihr mir wieder in den Rücken fallt. Es ist wieder einfach ein komplettes Labyrinth. Da kamen wir runter. So, hier ist Loch Nummer 1. Und da hinten war eine Leiter. Und dann haben wir aber auf der Seite noch diesen Weg. Jetzt komme ich hier vielleicht wieder oben lang. Das ist eine sehr kleine Zelle hier. Die werde ich nicht aufkriegen. Nope. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, 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 Scheiße. Okay.
Also, hier bräuchte es ein Navi. Das ist ja einfach komplett unübersichtlich, dieser Höhlenbereich. Wer will sich jetzt hier noch zurechtfinden? Ich musste die ganzen Jammerlappen allein deswegen schon ausschalten, damit ich weiß, dass ich hier schon gewesen bin. Oh, was war das? Was ist denn das? Okay. Das klingt ganz vielversprechend. So, dann hier weiter. Wieder hoch. Ja, ihr habt deine gierigen Schnapphände schon. Okay. Ich schon seine Zappelarme gesehen habe, aber man nimmt die dann ja nicht mehr ernst, nachdem man 100 von denen erschlagen hat. Und dann hat man den Salat. Was ist jetzt hier? Ein weiterer unglaublich langer Gang in den Stollen getrieben, der wieder von irgendeinem anderen Weg abzweigt. Hier haben wir wieder so eine geile kleine Party von diesen... Ach du Scheiße. Das ist ein... Ach Gott. Alles Gebeine, wie diese Kathedralen unter Paris. Jo, also wer von denen ist denn hier lebendig? Da oben ist alles lebendig. Ich wette, ja, der große Topf auch. Na, warte doch mal. Spatzbärt. Ach, solange ich hier noch Holy Damage hab. Okay, ja, ich wusste nicht, dass die Rakete kommt, alles klar. Nach dem anderen. Achso, ich dachte gerade, der will auch nochmal aufspringen hier, aber das war nur seine Tonscherbe. Meine Güte. Oh, okay, der nächste Schlüssel. Was, warum sind die so versessen drauf? Menschen zu essen. Oder vielleicht essen sie die nicht, sondern besiegen sie nur. Die sind ja immer so... Die haben ja richtig Bock drauf zu kämpfen. Vielleicht sind das hier einfach ihre besiegten Opfer, die hier stapeln. Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich das ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Wir machen hier... Okay. Eine kleine Party, die waren wahrscheinlich relativ harmlos. Nee. Die ganzen kleinen Köpfe. Das kann doch nicht deren bevorzugte Lebensweise sein. Da ist noch einer. Jetzt hat er gemerkt, dass ich ihn bemerkt habe. So, noch irgendwer? Irgendwas Töpfiges? So, da geht's wieder rauf. Ah, was eine Gruft hier. Komm, wir gucken mal hier einmal rum. Möglicherweise haben wir noch nicht alles gesehen. Kann wieder jederzeit irgendwas rausspratzen, weiß ich doch. Ich glaube, das ist es gewesen. Dann gehen wir da wieder rauf. Ei, der Daus. Okay.
Mal einmal richtig aufgeräumt, ne? So. Jetzt müssen wir nur noch wieder zurückfinden. Was ist hier unten? Der Tod. So, dann können wir noch weiter hoch. Wie soll man sich das alles merken? Du glaubst wohl, ich bin Amateur, was? Spratzmann? Du glaubst wohl, ich bin Amateur? Na, ey, das war. Lass doch mal deine Blutsuppe zu Hause. Wer sich da auf die Lauer gelegt? Hä, die ganze Zeit ist er da schon kichert, so hihihi. Die Freude währte nicht lang. Oh, warte mal. Das ist ein anderer Raum. Die sind aber auch wirklich schaurig, das müssen wir denen mal lassen. Das sind schon wirklich schaurige Gesellen. War das der Ort, an dem wir vorhin waren? Hier ist diese Leiter, wo es runtergeht. Ne, das ist eine andere Leiter, wo es runtergeht. Ja, das machen wir gleich. Bitte merken. Erstmal plündern wir hier noch. So, das war der Bereich, wo wir schon waren, ne? Wo alles von abgezweigt war, oder? Bevor ich jetzt mich jetzt hier verlaufe. Wir sind ja durch das Loch. Meine ich, ne? Wir sind nicht die Leiter runter. Aber das hier ist ja eine andere Leiter. Poh. Ei, 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 ei. Habe ich eine Klimaanlage? Naja, nee, nicht wirklich. Ich habe so einen kleinen. Was heißt. Oh, was ist das? Nicht klein, ich habe so einen großen. Wie heißen die Dinger? So ein Luftreiniger. Keine Ahnung. Es könnte ein Boss sein. Jetzt? Was ist das für ein Versteckspiel? Ah ja, okay. Wer spratzt dir am meisten? Wer spratzt wer? Angenehme Köttelei um meinen Kopf rum. Jetzt hinweisen, wo der sich aufhalten mag. Das ist eigentlich nicht so mobil, ne? Das ist ja meist einer, der hier so rumsteht. Was ist denn jetzt? Nein, ich bin jetzt auch eine Heulsuse. Das fand ich relativ frech. Ja, ich glaube. Ich kann ja die Waffe hier nicht groß. Was hab ich da? Oh, wisst ihr was? Eine gute Idee. Warum?
Machen wir es mal mit der hier. Das habe ich auch schon eingeschnüffelt. Oh, meine Seelen. Sollte ich nochmal nehmen. Was? Wieso lebt der noch? Musste das jetzt noch sein? Oh, beste Waffe, beste Idee. Maske des Klägers. Ah, die ist perfekt gewesen für diesen Dungeon. Was kann die denn? Verwandelt den Träger in einen Kläger und vergrößert den Kopf. Ja, okay. Und dann? Und dann was? Warum? Warum? War das überhaupt gar nichts zum Anziehen, was ich da gerade... Was ist das? Verwenden, während man sich entkleidet, um sich in einen Kläger zu verwandeln. Die Verwandlung kann nur durch den Tod rückgängig gemacht werden. Wird diese Maske während der Verwandlung benutzt, vergrößert sich der Kopf. Und dies entspricht dem Zustand eines Paradiesbewohners, aber die Menschen im Turm leugneten dies und verbargen es vor der Welt. Also ich kann das vermutlich benutzen. Aber zu welchem Zweck? Nur ohne Rüstung anwendbar. Na gut. Hallo Nils, kann ich dich nach einem Rat fragen? Upcam Gaming. Ja, frag mal. Ich weiß nicht, ob ich dir einen geben kann, aber ich kann es ja versuchen. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Ich glaube... Ja, also gibt es hier noch was in diesem Dungeon? Vermutlich nicht, ne? Da gab es zwar noch diverse Abzweigungen. Also wir könnten da auch wieder reingehen, aber das ist ja ein komplettes Labyrinth. Ich glaube fast, wir haben den Boss. Wir haben sehr viel Geld.
Ich wollte ja noch runter. Wo habe ich denn diese... Hatte ich hier nicht einen Marker gesetzt? Wo ist denn mein Marker hin? Da. Hier irgendwo ging es nämlich runter. Was ist denn das eigentlich? Ich wollte mit Content und Gaming Videos rund um Fußball machen. Auf YouTube. Weiß nicht, ob auf Deutsch, Englisch oder sogar Türkisch. Also mit Englisch hast du natürlich eine globale Zielgruppe. Mit Türkisch hast du eine türkische Zielgruppe. Mit Deutsch hast du den deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob es immer so clever ist, direkt mit Business-Ideen zu kommen. Ich würde an deiner Stelle erstmal was machen. Einfach mal machen. Und ich glaube, dass dieser Video-Content-Markt ist so groß und so umkämpft, dass man nicht sagen kann, oh, ich mache jetzt Videos und dann geht der Reibach los. Sondern ich glaube, du solltest erstmal machen und dich ausprobieren und Sachen testen. Kannst ja auch alles machen. Wieso kannst du auch alle drei Sprachen machen, wenn du Bock hast? So, kommt ja auch drauf an, was du thematisch abdeckst. Wenn du die türkische Liga machst, hast du wahrscheinlich größeres türkischsprachiges Publikum. Wenn du die deutsche machst, ein deutsches. So, ich wollte jetzt da runter. Und zwar, aber erstmal, ich gehe erstmal nochmal da rein. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ja, war jetzt keine große Hilfe, aber vielleicht hat es dir was gebracht. Genau, da, hier, genau, da, das wollte ich mir angucken. Okay, das ist ein, was ist das überhaupt? Das sieht aus wie ein riesiger Sarkophag, aber da komme ich von hier oben bestimmt nicht hin. Oder ist ein Item? Schnell, schnell, bevor die komischen Licht... Samenstränge mich entdecken. Ja, sie haben mich bereits entdeckt. Mich bestäubt. Ey, Tjark, vielen Dank. Habe ich Tjark schon danke gesagt? Nein, ne? Tjark, vielen Dank. So. Wir müssen hier hinunterkommen. Und ich hatte ja schon einen guten Ort dafür entdeckt. Den muss ich jetzt nur wiederfinden. Rabengeier. So, hier war irgendwo die gute Stelle. Ich habe den ganzen Schlachten, die ich mittlerweile geschlagen hatte. Inklusive dieses komischen Feuerkelchmannes. Gar nicht so einfach, das jetzt wiederzufinden. Das war hier irgendwo auch rund um den See herum. So, vielleicht war es sogar hier. Die Unfreundlichkeit dieser Blumen scheint eine andere Sprache zu sprechen. Nee, dann war das nicht hier. Aber gleich ist da wahrscheinlich hier dieser Riesentopfmann. Irgendwo. Und verjagt mich. Nichts getan hat. Ja gut, da komme ich ja runter dann. Da wollte ich hin. Genau. Es ist schneller, wenn ich jetzt da zur Gnade reite oder... Okay. Komm mal. Es geht vielleicht schneller so. So. Dann wollen wir mal da hinten runter, oder?
Das ist der Drache. Den hatten wir auch schon fast vergessen. So, da auf dieses Ding wollte ich springen. Um da mal jetzt runterzukommen. Hier. Himmelblaues Ufer, das klingt doch fantastisch. Was ist das für ein Gerät? Eine große Gräber. Hier. Toll. Habe ich gerade irgendwas glitzern gehört? Ja, ist hier so ein Topfmensch. Ja, das doch auch. Das sieht auch wieder so schön aus. Hier ist irgendwo so ein Topf. Irgendwas muss hier sein. Das war jetzt vielleicht auch unnötig von mir, aber ich wollte unbedingt seine Lilie haben. Mann, ich höre das doch. Irgendwas klingelt hier doch. Irgendwas rasselt hier doch. Oder sind das diese blauen Glühwürmchen? Erstmal können wir zu dem Kartenstück reiten. Bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen, machen wir das. Denn das ist ja nicht mehr ganz so weit weg. Yay! Tada! Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir endlich das Südufer. Großartige Neuigkeiten. Jetzt können wir hier bis zum Südzipfel reiten. Da oben. Oh, eine schwarze Gestalt. So, ich lasse sie mal in ihrem Gebet. Und versehrt. Und wir gehen da oben zu diesem Kreuz. Da ist wieder. Ne, da ist ein Grabstein. Ich dachte, das ist ohne Gnade ist hier. Das ist doch sehr schön. Eine Zweifel und. Oh, noch ein schönes Fragment. Aber ich glaube, wir haben gerade gelevelt. Wir dürften wahrscheinlich jetzt kein Level-Up mehr genießen. Das können wir noch machen. Eine Kondition ist, glaube ich, 40, das Softcap. Hohoho. Was ist denn das? Boah, da ist eine riesige weiße Klaue da unten. Ah, das ist eine. Einfach, es ist gar keine Klaue, es ist eine ekelige Ekelhand. Eine ekelige Ekelhand. Ich frage mich gerade was. Ich habe jetzt ja hier. Die macht ja eh Holy Damage. Dann kann ich doch eigentlich diese andere Waffe, die auch Holy macht. Ist ja Quatsch. Ich brauche ja nicht zwei Holys. Dann mache ich da doch lieber wieder eine andere Asche rauf. Und zwar, das haben wir. Das ist Blitz. Blitz und Blut haben wir. Genau, und dann nehmen wir mal das Großkatana. Und dann mache ich da vielleicht wieder Feuer rauf. Eis ist auch geil.
flammend wahrscheinlich dann. Solide macht natürlich auch immer sehr gut Damage. 660. Machen wir ein bisschen. Ja, doch, wir machen das. Und so, jetzt haben wir das als Feuer. Okay, pass auf, dann. Sind wir jetzt hier? Da ist der dicke Drache. Ich frage mich, ob wir da runterkommen vielleicht. Mal kurz gucken. Ja, schau mal. Was haben wir denn hier? Oh Gott, ey. So eine untote Hand. Die sind richtig ekelhaft. Weil die bewegen sich so ein bisschen wie Spinnen. Und sind schnell und ekelig einfach. Ach. Ich weiß nicht genau, ob die auch Boli oder eher Feuer. Oh nein! Was war das denn? Irgendwas hab ich. Oh, das ist ein bisschen ekelhaft! Oh, nee, jetzt ist Schluss. Schluss! Ekelhaftes. Ah, die ist ja auch noch. Im Todeskampf da diese Finger so tippeln lässt. Ah, die sind mit die ekelhaftigsten Kreaturen. Sterbe ich hier? Wahrscheinlich nicht. Kein Fan von den Leuten. Vielleicht sollte ich noch mal wieder. Oh nee, darf ich zu Pferde nicht. Aber der hat auch wenig Kinder mitgebracht. Was ist hier noch? Oho. Oho. Das ist ja irgendein Canyon hier. Okay. Der ist ganz gut versteckt. Das ist wieder so eine Geschichte, wo man eventuell vorbeireitet. Aber bevor ich da jetzt den langen Weg, gucke ich noch einmal den Strand runter, was hier noch ist. Denn das scheint mir eher die Sackgasse zu sein hier. Oder auch nicht. Hallo Leute, es geht ab. Ist hier vielleicht eine Höhle oder sowas noch drunter? Ne? Aber da kann man auch lang reiten. Vermutlich ist das seicht. Das muss ich mir wieder alles merken. Da noch mal hingehe. So, jetzt gucken wir erstmal hier rauf. Die Musik ist schon wieder abgefahren. Was passiert hier? Oh. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Nachspiel haben, wenn ich das jetzt hier klaue. Oder? Nö. Interessiert einfach niemanden. Hab ich mir einfach genommen. So bin ich halt. Jetzt hau eure Roll.
Ach Gott, Ekelhaftigkeiten. Ja, es war so klar, dass du mich ärgerst. Oh nein, ich bin gestiefelt. Hilfe! Oh, was? Oh, das ist ja das Gemeinste. Oh, ekelhaft. Was ist denn das für ein Sauger? Oh. Unheimliche Kreaturen. So, ist das hier der Canyon-Weg? Ja, ne? Der Canyon gewesen, ja, ne? Ich schätze mal schon. Ey, ey, ey! Oh, was haben wir denn jetzt hier wieder Feines? Schlaftopf. Was könnte man den Schlaftopf? Naja. So, ich finde, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Wir sind im blauen Tal angekommen. Was werden uns hier für Abenteuer erwarten? Früher oder später werden wir uns gegen diesen Typen da erwehren müssen, der den Drachen erschlagen hat. Der diesen Typen da zu Brei geklumpt hat, der vor der einen Gnade lag und sich über seine Schmerzen beklagte. Also hier wird es auch noch eine Menge zu erleben geben. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn Wilbald wieder losreitet. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.